Schön, dass ihr mich heute begleitet. Ich befinde mich gerade in Mexiko an einem Strand. Hier ist weit und breit nichts. Nur Sand, Meer und hinter mir der Dschungel. Ja, aber was macht man genau, wenn man an einen Ort kommt, wo es wirklich nichts gibt? Endlose Weiten, keine Zivilisation. Und man muss schauen, wie man über die Runden kommt. So sieht's hier aus. Tiefster Dschungel, weit und breit nichts. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen in den Schatten gehen. Die Sonne ist wirklich schrecklich. Wir haben aktuell ca. 35 bis 40 Grad bei 90% Luftfeuchtigkeit. Man sieht es wahrscheinlich auch. Die Hitze ist schrecklich. Aber hier im Schatten geht es erstmal. Schaut mal hier. Ein altes Termitennest. Hier liegt noch mehr rum. Die Viecher sind hier wirklich überall. Wenn man mal in eine Situation kommt, wo man hier schlafen müsste, würde ich dieses Termitennest in die Glut schmeißen von meinem Feuer. Dann würde das extrem starken Qualm entwickeln. Und das würde mir so einige Insekten vom Leib halten, insbesondere hier die Mücken. Es ist natürlich schrecklich hier mit den Mücken. Ganz so stark wie im Moor war es jetzt nicht. Aber hier hinter ist ein Gebiet komplett mit Mangroven. Also da ist ziemlich viel los, was Insekten betrifft. Da wäre das hier auf jeden Fall Gold wert. Ja, mal angenommen, man ist hier auf so eine Insel gestrandet. Man wird hier angespült. Dann ist das allererste, man bringt sich in Sicherheit. Das erste, was man machen sollte, ist raus aus der Sonne. Denn die ist wirklich unbarmherzig hier. Dann sollte man sich ein kleines Bild von seiner Umgebung machen. Ich werde die Küste auch nicht allzu weit verlassen. Also Palmen gibt es hier genug. Die nächste Sache wird sein, dass man sich um was zu trinken kümmert. Und wie ihr sicherlich wisst, ist Kokosnuss das erste, was einem in den Sinn kommt. Die Kokosnuss ist, ich würde sagen, fast weltweit verbreitet. Also überall, wo es nicht kälter wie 20 Grad wird. Und in Küstennähe, ungefähr 20 Kilometer von der Küste entfernt, die mögen leicht salziges Grundwasser. Die wachsen also da, wo sie das Grundwasser mit ihren Wurzeln noch erreichen können. Die benötigen einiges an Wasser, anders wie Dattelpalmen. Jetzt habe ich hier einige Palmen entdeckt, die Kokosnüsse tragen. Hier über mir ist eine. Vielleicht hat man das jetzt gesehen. Hier auf dem Boden liegen auch einige. Die Frage ist, wie gut die sind. Man merkt schon, ob da noch was drin ist, wenn man die anhebt. Die ist so leicht, die wiegt vielleicht 200 Gramm. Da sollte nicht mehr viel drin sein. Wenn hier am Ansatz schon ein Loch drin ist, dann ist da meistens auch nichts drin. Denn ich bin nicht der Einzige, der hier auf Kokosnüsse Jagd macht. Es gibt auch jede Menge Tiere, die sich davon ernähren und denen es auch möglich ist, diese Schale zu knacken. Hier habe ich so eine Kokosnuss gefunden. Da ist nichts mehr drin. Ich habe bisher hier auf dem Boden auch noch keine entdeckt, wo noch was drin ist. Wie ihr seht, hier vorne ist auch ein Loch drin. Hier finden wir nichts. Aber dort oben, da hängen da schöne grüne Kokosnüsse. Davon werden wir uns erstmal einen runterholen. Man könnte natürlich diese Palme hochklettern, doch wenn man nicht allzu erfahren ist mit Palmenklettern und auf Nummer sicher gehen will, der Stamm ist doch schon ganz schön rutschig, dann sollte man sich was einfallen lassen. In vielen Ländern nehmen sie einen langen Stock, an dem vorne ein Messer befestigt ist oder eine Art Sichel, womit sie dann die Kokosnüsse so runterschneiden können. Da hier wirklich kein langer Ast zu finden ist, werde ich es auf eine andere Methode versuchen.
Und zwar nehme ich mal hier so eine alte Kokosnuss und versuche eine zu treffen, damit sie runterfällt. Mal schauen, wie viel Glück ich habe. Ich habe mir jetzt einige leere Kokosnüsse gesammelt. Und jetzt werde ich versuchen, oben eine andere Kokosnuss damit runterzuschmeißen. Wünscht mir Glück. Ich habe hier eine Palme gewählt, direkt am Strand. Wenn ich die nämlich treffe und die runterfällt, kann ich die am Strand finden. Wenn das hier in dem Dickicht landet, dann ist es etwas schwer. Sehr schön. Ich habe zwei Stück. Mit einem Schlag. So, jetzt suche ich die. Wo sind denn die? Da, eine kleine. Ah, das ist wirklich noch ein Baby. Aber immerhin, besser als nichts. Wo ist die andere? Perfekt. Das ist doch mal was. Sieht doch noch gut aus. Das war echt anstrengend. Es hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Am Ende kann ich euch nicht sagen, was besser ist, da hochzuklettern oder die Kokosnuss zu schmeißen. Das ist wahrscheinlich beides anstrengend. Ich glaube, wenn man ein bisschen Treffsicherheit hat, dann ist es besser, die Kokosnuss zu schmeißen, bevor man da abrutscht und runtersegelt. Die Palmen können übrigens 20 bis maximal 30 Meter hoch werden. Also wirklich riesig. Das kann man gut vergleichen mit so einer richtig alten Eiche bei uns. Also die werden wirklich hoch. Also bei einer 30 Meter hohen Palme lohnt sich das wahrscheinlich nicht zu schmeißen. Aber wenn man ein paar kleine hat, so wie hier, die war jetzt ungefähr 10 Meter hoch, da kann man das wirklich wagen. Hat sich auch gelohnt, zwei Stück habe ich. Jetzt habe ich hier ein Stück Treibholz gefunden. Das hat eine relativ gute Spitze und scheint auch noch recht stabil zu sein. Die werde ich jetzt hier in den Boden rammen. Und dann zeige ich euch mal, wie man am einfachsten so eine Kokosnuss aufkriegt. Ich werde die jetzt hier reinrammen, so gut wie es geht. Und jetzt habe ich hier einen Dorn, wo ich die Kokosnuss drauf öffnen kann. Das Einfachste ist, wenn wir einmal hier längs dran lang stechen und dann können wir versuchen, die äußere Schicht abzukriegen. Ungefähr so, dass hier ein Riss entsteht. Wenn ihr einen Anfang habt, dann könnt ihr versuchen, diese Schale hier abzureißen. Hier seht ihr die Kokosnuss. Knallrot. Es ist so warm. Das ist jetzt meine kleine Kokosnuss. Jetzt hört man es wahrscheinlich, wie viel Wasser da drin ist. Eine Kokosnuss enthält bis zu 250 Milliliter Wasser.
Das ist eine etwas kleinere. Deswegen würde ich sagen, hier sind vielleicht 150 Milliliter drin. Am besten eignet es sich hier durch diese Löcher durchzustechen. So, nach einer kurzen Pause geht es weiter. Es hat wirklich sehr viel Kraft gekostet, diese Kokosnuss hier aus der Pelle rauszuholen. Kurze Pausen sind keine verschwendete Zeit in dem Fall. Man muss dem Körper auch etwas Ruhe gönnen. Jetzt bin ich hier unten wieder am Strand, weil ich einen spitzen Gegenstand suche, mit dem ich hier durch eins dieser Löcher piesen kann. Und wie ihr seht, hier ist wirklich ein Haufen Müll. Eigentlich schade. Aber dieses Müllproblem haben wir wirklich weltweit. Überall wird Müll angeschwemmt. Ich habe hier ein Brett gefunden. Sieht aus, als wäre das von einer alten Weinkiste. Und da sind zwei Nägel drin. Das ist natürlich perfekt, um irgendwo reinzustechen. Da brauche ich nur noch ein Holz zum Klopfen. Und da gibt es endlich was Leckeres zu trinken. Drückt die Nägel etwas zusammen, sodass ich eine Spitze habe, womit ich jetzt hier in das Loch reinstechen werde. Ich habe jetzt hier oben ein Loch eingeschlagen und jetzt habe ich hier eine leere Wasserflasche. Damit kann ich euch mal zeigen, was da drin ist. Man könnte es natürlich direkt hier raus trinken, aber ich zeige euch mal, was in so einer Kokosnuss drin sein kann. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe da mal so einen kleinen Stock reingestochen. Damit sollte das alles schneller gehen, weil somit läuft das an dem Stock herunter und die Kokosnuss kann etwas Luft ziehen. Das war's schon. Das sind ungefähr 50 Milliliter. Mehr ist hier in dieser Kokosnuss nicht drin. Schade. Aber für so eine kleine Kokosnuss ist es, denke ich, ganz okay. Mal sehen, wie das Ganze schmeckt. Herrlich. Es ist so richtig süß, wenn man mal so ein Kokoswasser gekauft hat im Laden, was so ein Tetrapack ist. Die sind relativ mild, stammen meistens auch aus Asien. Ich weiß nicht, ob das mit der Kokosnusssorte noch zu tun hat, aber die ist hier wirklich sehr süß. Also das schmeckt wirklich sehr süß. Pro 100 Milliliter Kokoswasser sind ungefähr 5 Gramm Zucker. Das ist wirklich viel für so eine Frucht. Ja, ich habe mich nicht versprochen, das ist eine Steinfrucht, also keine Nuss, auch wenn der Name es einen glauben lässt. Und die enthält wirklich viel Zucker. 5 Gramm auf 100 Milliliter Flüssigkeit und auch ungefähr 5 Gramm im Fruchtfleisch. Außerdem ungefähr 5 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und zwischen 50 und 70% Fett im getrockneten Zustand, im nassen Zustand ungefähr 30 bis 40 Gramm. Das bedeutet, das ist wirklich das ideale Survival Food. Ein Haufen Mineralien, Fette, also wirklich gute Fette, Zucker, also energiereich. Das ist wirklich ein super Survival Food. Das Einfachste, so eine Kokosnuss zu öffnen, sind gezielte Schläge in einer Linie ringsrum. Dann sollten die beiden Hälften aufspringen. Das habe ich erstmal nicht gemacht, weil ich wollte das Wasser ja haben und nichts verschwenden. Deswegen habe ich erst hier oben dieses Loch eingebohrt. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir irgendwas finden, womit wir das hier aufschlagen können. Steine sind hier ein bisschen Mangelware, also ich habe hier nicht großartig was zum Schlagen. Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwas finde. Und dann werden wir mal davon der Kokosnuss kosten. Ich habe ja ein Stück Beton gefunden. Ich hoffe, das reicht von der Festigkeit.
seht ihr, die ist eigentlich ganz gut aufgesprungen. Und jetzt kann ich die ganz einfach aufreißen. Schaut euch an, wie schön die ist. Die Kokosnuss sieht wirklich wunderschön aus. Und für so eine kleine Kokosnuss hat die wirklich sehr viel Fruchtfleisch. Das liegt auch daran, dass die hier nicht getrocknet ist. Also das ist wirklich eine ganz frische Kokosnuss. Wenn ihr hier reingeht, merkt ihr, das ist sehr fettig. Das ist wegen dem Kokosöl. Und dieses Kokosöl kann man sich einmal zur Hautpflege auftragen. Und es hat sogar einen geringen Lichtschutzfaktor von ungefähr 5 bis 15. Das kommt natürlich auch darauf an, wie dick ihr das Ganze auftragt. Also wenn ihr an so einer karibischen Spot seid und ihr braucht etwas Sonnencreme, denkt hier dran, das hilft euch. Jetzt wäre natürlich ein Löffel geil, womit ich das so ein bisschen raushebeln kann, oder ein Messer. Ich habe leider gar nichts, aber hier ist überall so ein bisschen Bambus angeschwemmt. Und ich gucke mal, ob ich mit so einem Stück Bambus das Ganze hier rauskriege. Ich habe jetzt hier so ein kleines Stück Bambus. Das werde ich als Löffel nehmen. Ich versuche das erstmal so ein bisschen hier rauszustechen. Frisches Kokosnussfleisch. Die ist so süß. Also das ist wirklich kein Vergleich zu dem, was wir so zu kaufen kriegen bei uns in Deutschland. Schmeckt wirklich klasse. Also eine Zeit lang könnte ich davon leben. Schmeckt sehr gut. Doch irgendwann hängt es einem bestimmt zum Hals raus. Ich werde die noch mal etwas weiter aufschlagen, in der Hoffnung, dass ich die Stücke dann besser rauskriege. Jetzt habe ich hier so kleine Stücke. Jetzt kann ich das auch mit den Zähnen rausnagen. Das ist wirklich die beste Kokosnuss, die ich je hatte. Hammer. Ich wünschte, ich konnte euch ein Stück abgeben. Das war wirklich klasse. Jetzt wünschte ich, ich hätte noch ein bisschen von meinem Kokoswasser, um das Ganze runterzuspülen. Ich habe hier vorne noch so zwei Pinsel entdeckt. Da. Da sind sprießende Kokosnüsse. Und man kann auch diese sprießenden Kokosnüsse essen. Ich hoffe, ich komme da irgendwie dran. Hier seht ihr das Ganze, einmal etwas abgewaschen. Diese jungen Wurzeln kann man essen. Also von der Kokospalme kann man die Wurzeln tatsächlich essen, nicht nur die Früchte. Und ich werde das Ganze mal direkt hier für euch verkosten. Schmeckt ein bisschen wie Spargel. Aber hat auch eine leichte Süße. Ist natürlich ein bisschen salzig. Ich habe das gerade im Meer abgewaschen, aber ansonsten schmeckt das ziemlich gut. Aber was mich am meisten interessiert, ist hier das Fruchtfleisch. Das sollte ziemlich fest geworden sein. Ähnlich, ja, wie so ein Marshmallow, würde ich mal sagen. Vielleicht etwas fester. So. Als allererstes werde ich diesen Spross rausnehmen. Das untere Teil von dem Spross kann man natürlich auch essen. An irgendwas erinnert mich das.
Das schmeckt nach Erbsen. Das schmeckt ja wie Erbsen, wie so eine Erbsenschote schmeckt das. Ganz schön interessant. So sieht das Ganze jetzt aus und das ist wirklich wie so ein Marshmallow. Schmeckt wie Styropor von der Konsistenz. Aber es hat so eine richtig starke Süße. Von der Konsistenz ähnelt es auch ein bisschen Wassermelone mit diesen kleinen Bläschen, die sich öffnen. Sehr interessant. Also das ist wirklich sehr interessant, das Zeug. Ganz schwer zu sagen, wonach das jetzt wirklich schmeckt. Aber sehr interessant. Jetzt sieht man mal, wie vielseitig so eine Kokosnuss sein kann. Viele denken wirklich, man kann nur das Wasser trinken und die Frucht essen. Aber man kann auch den Sämling essen, die Wurzeln. Man kann das Öl als Sonnenschutzmittel verwenden. Also wirklich sehr, sehr vielseitig. Also das ist wirklich Survival Food. Das gehört auf jede Speisekarte, wenn man hier auf so einer Insel gefangen ist. Bei mir ist es nur eine Halbinsel. Ich hoffe natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Ich werde jetzt den Dschungel noch ein bisschen unsicher machen. Doch vorher werde ich in das kühle Nass noch einmal reinspringen. Denn da drinnen ist wirklich die Hölle. 35 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit. Das lässt sich nur mit so einem kleinen Bad hier aushalten. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal.